Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball, Freunde, es wird Herbst. Und es zieht einen so langsam an den heimischen Kamin. Das ist die Ausgabe für Samstag, ja, und endlich mal wieder eine Uhr im Hintergrund, aber keine Corona-Uhr, keine Angst, ich habe sie abgeschafft. Corona ist immer noch nicht vorbei, das darf man nicht denken, aber es normalisiert sich alles so langsam. Die Zuschauerzahlen in den Bundesliga-Stadien nehmen zu, Veranstaltungen werden unter gewissen Voraussetzungen wieder erlaubt. Die Corona-Schutzverordnung sagt, dass man Masken nicht zwingend draußen tragen muss und so weiter und so weiter. Also es normalisiert sich. Ich hoffe, es bleibt dann auch tatsächlich so. Nächste Woche bin ich Montag, ich sage das nochmal, 17.30 Uhr live mit Wolfgang Busbach in Leipzig. Kommenden Montag, es gibt noch ein paar Restkarten. BMW, die Zentrale in Leipzig, veranstaltet. Würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere kurzfristig noch dazukommt. Es gibt auch eine Abendkasse. Ich glaube, es kostet 20 Euro. Inklusive Abendessen, ganz wichtig. Und es wird ein netter Abend. Busbach, Butowski, es geht nicht nur um Politik, aber auch natürlich. So, wir bleiben im Osten. Ich habe gerade gesehen, Aue, die führten bis zur 94. Minute mit 1:0 gegen einen schwachen HSV. Aber Aue unglaublich kämpferisch. 10 Mann nur noch auf dem Platz am Ende. Und dann passierte es. 94. Minute, Glatzel trifft die Latte. Gute Chance noch für den HSV zum Ausgleich. Eigentlich keine Gefahr da. Carlsen, der Verteidiger von Aue, steht ganz alleine vor dem eigenen Tor, muss den Ball irgendwo hinköpfen und irgendwohin geht er dann auch ins Tor. Also selten so ein Eigentor gesehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch diese Szene auf jeden Fall nochmal an. Die wird in vielen Fußballrückblicken sicherlich demnächst zu sehen sein. Der arme Kerl, tat mir leid, und seine Mitspieler haben ihn massiv trösten müssen. Das war wirklich eine dramatische Geschichte. Werder gewinnt 3:0 gegen Heidenheim und Wilhelm, unser Trainer, wie ich immer zu sagen pflege, von Blau-Weiß-Galgenmoor, hatte mir heute Morgen noch geschrieben, erstaunlich, Werder geht als Außenseiter ins Spiel und meine Replik war, heute gewinnen sie. Ja, der Fachmann hat sich durchgesetzt. 3:0 gewinnt Werder Bremen gegen Heidenheim. So, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Ach ja, hier, Foto. Erste FC Lok Leipzig. Freue mich immer, wenn sowas kommt. Udo hat uns das Foto geschickt und das ist seine Fußballheimat, Lok Leipzig. Die spielen heute Abend in Meuselwitz oder haben auch schon gespielt zu dieser Uhrzeit. Und er hat mir versprochen, morgen ein paar exklusive Bilder zu schicken, damit wir darauf auch nochmal eingehen können. Das ist ja so ein bisschen Sinn und Zweck von Herz, Seele, Ball. Schickt uns eure Fußballfotos von euren Vereinen, auch gerne ein paar Videos, was auch immer, das darf immer noch mehr werden. Und wer jetzt sagt, hey, das ist doch ein Podcast, wie soll ich das sehen? Bitte geht auf die Facebook-Seite von Herz, Seele, Ball. Da kann man dann auch immer eine Videoversion sehen, die mein Martin sozusagen zusammenbastelt. Jetzt, bevor ich noch ein bisschen was zu erzählen habe, gibt es einen heißen Tipp, wie ich finde. Denn vielleicht jetzt gerade in der Winterszeit mal die Familie einpacken und in einen Centerpark fahren. Ich bin da mehrfach gewesen. Eine wunderschöne Urlaubsgeschichte. Herbst, die Tage werden wieder kürzer. Genau wie euer Weg in den Urlaub. Denn Urlaub heißt Centerparks. Herbstlich willkommen in 6 der schönsten Regionen Deutschlands. Genießt wetterunabhängige Tage im eigenen Ferienhaus, im tropischen Badeparadies und. Jetzt buchen ab 199 Euro auf centerparks.de. Das war der Hinweis für die Centerparks. Macht das ruhig mal, auch wenn es Werbung war. Es lohnt sich. So, ich bin unterwegs dann heute am Samstag, Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Freue mich darauf, mal wieder in Düsseldorf zu sein. War ich lange nicht mehr. Auch auf Klaus Allofs freue ich mich und auf den Pressesprecher von Fortuna Düsseldorf, Tino Polster. Lange, lange Jahre in Bremen gewesen und auch so ein Kind von Anpfiff. Er hat vor 35 Jahren in etwa für mich bei RTL Spielberichte gefertigt. Also das steht heute an. Gibt es dann wie immer auch ein paar exklusive Bilder aus, wie heißt das Stadion jetzt? Ich glaube Merkur-Stadion in Düsseldorf.
für mich bleibt das immer das Rheinstadion, auch wenn es natürlich eine ganz andere Anlage mittlerweile ist. So, das soll es für heute gewesen sein. Es kommt noch der kleine WhatsApp-Tipp. Ich möchte wirklich behaupten, das ist eine gute Geschichte, die WhatsApp da anbietet. Das sagen wir euch gleich noch. Und ansonsten sehen wir uns wieder erstaunlicherweise, wenn alles gut geht. Und ich hoffe, alles geht gut morgen. Und dann Lok Leipzig. Bin gespannt, was Udo mir da schicken wird. Tschüss. Und hier ist noch der kleine Herz-Seele-Ball-Spezialtipp. Mal ganz ehrlich, oft nervt es doch, wenn Dutzende von Fotos oder Videos zigfach immer wieder im Chat erscheinen. Mit Few Ones oder auch Einmalansicht bei WhatsApp hat sich das Problem erledigt. Denn fast wie von Geisterhand verschwinden die Bilder und Videos aus dem Chat. Und so muss oder darf ich mir die neue Freundin von meinem Kumpel Paul nur einmal anschauen. WhatsApp, der sichere Messenger-Dienst, der deine Privatsphäre absolut schützt.